Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich ganz herzlich, Sie wieder begrüßen zu dürfen zu unserem Live-Open-House hier auf Facebook. Mein Name ist Hannah Meres, hinter der Kamera befindet sich mein Kollege Tim Ruprecht und wir befinden uns heute in Echwalden-Mohnberg. Ich möchte Ihnen heute ein tolles Architekten-Einfamilienhaus präsentieren aus dem Baujahr 2000 mit einer Wohnfläche von 255 Quadratmeter, verteilt auf 3 Etagen plus Kellergeschoss und 7 Zimmer. 2 Zimmer davon befinden sich eben in diesem Kellergeschoss, die jedoch von der Höhe und Größe her auch dem Wohnzwecken dienen. Wir haben ein wunderbares Grundstück von 687 Quadratmetern, das ich Ihnen gleich direkt einmal zeigen möchte, und eine Doppelgarage mit Zugang ins Haus, vor dem Haus natürlich noch bestellt ist. Ich entschuldige mich direkt einmal für die etwas nasale Stimme, aber ich hatte vergangene Woche eine kleine Sommergrippe erwischt. Ich kenne das, das ist immer so ein bisschen ätzend. Deswegen entschuldige ich mich direkt einmal dafür vorab. Wir gehen bei dem tollen Wetter, ich habe Gott sei Dank etwas angekühlt, aber auch direkt einmal nach draußen. Wie schon erwähnt, haben wir eine Grundstücksgröße von 687 Quadratmetern. Hier vorne eine tolle 30 Quadratmeter große Terrasse. Der erste Bereich hier vorne einmal überdacht und mit Blaustein ausgestattet. Hier vorne dann einmal Naturstein. Und auch wenn es ein Nordgrundstück ist, haben wir hier immer die Sonne. Deswegen ist die Terrasse auch etwas mehr nach links versetzt, weil wir eben da die Sonne haben. Die Bebauung ist dort auf dieser Seite etwas offener, als man es sonst kennt. Am Ende des Grundstücks oder am Ende des Gartens sehen Sie das Gras wild wachsen. Da hatte nicht der Eigentümer keine Lust mehr, Rasen zu mähen. Nein, sondern da endet unser Grundstück tatsächlich. Alles dahinterliegende, das geht zur rechten Seite auch noch so ein kleines bisschen nach oben. Und dahinter öffnet sich das wie so ein kleines Feld. Das sind insgesamt 2500 Quadratmeter. Ist Land von der Kirche. Das hatten die Nachbarn damals alle zusammen gepachtet, damit die Kinder darauf spielen können. Mittlerweile muss es keiner mehr pachten, weil die Kinder sind aus dem Haus und die Kirche kann damit im Endeffekt nicht wirklich was anfangen. Deswegen gäbe es die Option, das auch zu erwerben. Bei der Kirche eben. Sie haben auch gerade schon unser schönes Gartenhäuschen gesehen. Das heißt, daneben kann auch noch der Grill platziert werden und einmal die Rückanlage auch da. Wir sehen jetzt von hier aus auf der linken Seite direkt einmal eine kleine Anbau. Das ist der Vorraum der Garage. Da werden Sie gleich auch wieder drin stehen. Und von darauf haben wir auch wieder den direkten Zugang in den Garten. Mein Kollege geht einmal wieder vor ins Wohnzimmer, beziehungsweise zeigt Ihnen noch einmal schön die Terrasse. Wenn man direkt ins Haus kommt, sieht man das. Und es ist natürlich alles lichtdurchflutet. Gerade in Kombination mit unserer offenen Treppe. Die Kombination aus Stahl und Holz. Hier ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich auch wieder ein Gäste-WC. Aber was ich hier super schön finde, woran man auch merkt, dass ein Architekt das für sich selbst geplant hat. Man kommt nicht rein und hat direkt links oder rechts die Tür ins Gäste-WC, sondern das Ganze etwas versteckt. Einmal hier zwischen Küche und Eingangsbereich, direkt gegenüber von der Garderobennische. Also einmal alles so ein bisschen versteckt, damit man es eben nicht direkt sieht. Und jetzt befinden wir uns in der 15 Quadratmeter großen Küche. Und die auch so im Objekt verbleibt. Auch aus dem Baujahr, also von 2000. Allerdings hier, finde ich ganz wichtig zu erwähnen, sind die Elektrogeräte in den letzten Jahren. Beide ist die Küche dann da.
hier schon in unserer Doppelgarage. Wir haben einmal hier vorne den Vorraum, den man auch super als Vorratsraum nutzen könnte, finde ich. Gerade für Getränke und weiteres. Mit der Tür nach außen und in unserem Wasseranschluss für den Garten. So, 40 Quadratmeter. Liter Zisterne, wo eben aktuell Wasserbesserung und Toilettenspülung eingeschaltet ist. Deswegen sind wir noch eine Abdeckung, das ist unsere Pumpe für die Drainage. Sie sind in 4 Minuten auf der Autobahn, auf der A4, also auch super für Pendler, aber man hat es, glaube ich, gerade ganz gut gehört, man hört und sieht nichts von der Autobahn, also selbst vor dem Haus nicht. Jetzt gehen wir direkt einmal nach oben auf die erste Etage. Ich finde, die ist auch mal wieder sehr, sehr gut durchdacht, denn wir haben einmal zur rechten Seite den Kinderbereich. Da gehen wir jetzt zu Beginn hin, so, direkt einmal in das Kinderbad. Wir haben also ihr separates Badezimmer, einmal mit Dusche, WC und Waschtisch und angrenzend dann eben zwei Kinderzimmer. Beziehungsweise, warum sagt Frau Herz und warum sagt Hanna, zwei Zimmer, wenn es doch nur eins ist, es sind auch nur zwei. Denn wir haben heute eine Familie mit zwei Kindern gewohnt. Die sind allerdings im Moment auch mal größer geworden und brauchen natürlich mehr Platz. Heißt, in dem Zuge hat man alles immer miteinander verbunden, das Ganze einfach geöffnet zu einem großen Zimmer gemacht und das Dachgeschoss eben 2009 ausgebaut. Das heißt, da haben wir noch ein Kinderzimmer. Wie überall im Haus haben wir auch hier die bodentiefen Fensterelemente und auch wieder so eine Kleinigkeit, die ich aber ganz wichtig finde. In jedem Raum hat mindestens ein Fenster ein Fliegengitter, das schon fest verbaut ist. Die Kollegen zeigen dann auch eine aus dem anderen Raum heraus, gehen wir in die Garten, der natürlich kurz früher blickt. Noch einmal zu den Fliegengittern, dass die Leute natürlich, dass man in jedem Raum ein Fenster komplett öffnen kann. Super zum Lüften im Sommer und dann werden wir einmal. Finde ich tatsächlich ganz praktisch. Und wenn jetzt einmal vor dem Kinderzimmer steht, haben wir hier einen recht großen Flurbereich von 10 Quadratmetern. Da hat man sich natürlich auch was bei gedacht, denn das ist die sogenannte Spielegalerie. Man kennt es, Kinder bauen immer ganz gerne Sachen auf, auch gerne groß, Playmobil, Lego und so weiter und so fort. Und es sind immer unfassbar viel Platz in den Kinderzimmern, weg und stört da immer und hier eben nicht. Das heißt, die Kinder konnten hier eben alles wunderbar aufbauen und eben auch stehen lassen, ohne dass es jemanden stört. Hier haben wir natürlich noch einmal den tollen Blick von unserer Galerie und kommen auf der anderen Seite direkt einmal in den Eltern. Beginnt einmal mit der Ankleide. Wir haben also in einem Elternbereich alles, was man braucht. Wenn man diese Tür also verlässt, ist man schon komplett fertig für den Tag. Ankleide, man erkennt, glaube ich, ganz gut, wo die Kleiderschränke standen. Und einmal rasch nach oben haben wir hier unsere Schlafempore. Hinter den Vorhängen dann auch eine hochwertige Hebeschiebeanlage, damit auch das Lüften da kein Problem ist. Und darf natürlich nicht fehlen, auch die Eltern haben ihr eigenes Badezimmer, das Elternbad. Mit Fußbodenheizung tatsächlich, Badewanne und Dusche, Doppelwaschtisch, alles was man also braucht. Das heißt, der Mann
wieder im Dachgeschoss, das eben 2009 einmal ausgebaut wurde. Auch hier, wie im ganzen Haus, natürlich dürfen die elektrischen Rollläden nicht fehlen, gerade auch bei den Dachflächenfenstern, aber auch hier ist es angekühlt im Vergleich zu draußen. Und damit auch hier das etwas größere Kind wahrscheinlich nicht einfach rumlaufen muss ins Badezimmer und sich dann mit dem anderen Zahnkleber kommt als erstes, hat das Kind hier oben eben nochmal sein eigenes Badezimmer bereit oder sein eigenes Badezimmer. 22 Quadratmeter umfasst eben dieser Raum. Auch hier wieder die Dusche und natürlich auch die Motoren. Gegenüber von diesem Raum, also ich bin jetzt nicht, das sind vielleicht Frühstücksfamilien, aber auch sehr wichtig, haben wir einen Speicher, ganz klassisch, wie man ihn kennt. Und wenn der Kollege nicht runterkommt, wenn Sie in der Sicherung runtergehen, dann werden Sie halt sich aufpassen. Da haben wir was, jede Etage ist nochmal separat abgesichert und wir haben im Keller noch eine Vorsicherung. Im Keller möchte ich Ihnen auch gerne zeigen, ich glaube, das würde jetzt allerdings zu lange dauern, so viel Zeit möchte ich von Ihnen gar nicht stehlen, dass ich Ihnen jetzt auch noch einmal präsentiere. Wir haben dort wieder ein anderes Zimmer. 30 Quadratmeter großen Raum, mit dem Wohnraum, wo Sie Fitness natürlich auch alles realisieren können, was Sie möchten. Und eben noch im zweiten Wohnraum, der hat sogar 20 Quadratmeter. Darüber hinaus natürlich kennt man aus dem Keller den klassischen Hausanschlussraum, Abstellraum, Heizraum und Waschraum. Ganz viele Räume. Hier sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich wiederhole noch einmal die Fakten, das war natürlich ganz schön viel auf einmal. Wir haben 255 Quadratmeter an Wohnfläche verteilt auf 7 Zimmer, 3 Etagen und 2 Räume im Kellergeschoss. Das ganze Haus im Baujahr 2000, ein Grundstück von 687 Quadratmeter, befinden uns in Ichmann-Rotbeck, sind 4 Minuten auf der Autobahn und sämtliche Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in 5 bis 10 Fahrminuten direkt erreichbar oder sogar noch kürzer, noch schneller. Wir haben noch auf dieser Seite einen zweiten Zugang in den Garten, sonst eben auf der anderen Seite, ebenfalls durch diesen Vorraum der Garage mit unserer Doppelgarage 40 Quadratmeter und 2 Stellplätzen vor dem Haus. Zusätzlich gibt es noch unsere 7000 Liter Zisterne, die auch ganz, ganz praktisch. Und, darf ich mich auch nicht vergessen, hinter mir befindet sich noch unser Kaminofen. Sagen wir mal, wie viel Tonnen Gewicht hatte das gute Teil, alles vom Bett aus Speckstein. Das heißt, wir machen sie heute an und am Dienstag ist es immer noch an. Bei den aktuellen Gaspreisen oder was noch aktuell so passiert in der Welt, vielleicht sind wir gar nicht so schlecht. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, dass keine Fragen mehr offen geblieben sind. Wenn doch, melden Sie sich gerne. Und sollten Sie Interesse haben an dieser Immobilie oder natürlich auch an jeder anderen Immobilie, die Sie bei uns sehen, dann melden Sie sich sehr gerne unter 0241 400 870 oder schicken Sie uns eine Anfrage unter www.phi24.de. Das war es jetzt. Ich möchte nicht mehr von Ihrer tollen Zeit oder von Ihrer kostbaren Zeit stehlen an diesem tollen Sonntag. Genießen Sie das Wetter, tragen Sie Sonnencreme, kein Sonnenbrandöl und der Kollege verabschiedet uns einmal im Garten. Ich danke Ihnen auch, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten und